Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben. Ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Gnomoria begrüßen zu dürfen. Wir haben es in der letzten Folge endlich geschafft, unsere Gnome hier, unsere Militärgnome zu bekommen. Wir sehen, der erste hat sich gleich schon eine Handaxt genommen, der zweite einen Helm und der dritte eine Rüstung. Und wir sehen, dass sie jetzt kräftig am Kämpfen sind. Sie trainieren ihre Skills, sie trainieren ihre Ausweichskills, Dodge, denn sie haben ja noch keine Schilde. Der hier trainiert Faustkampf, der hier trainiert Axtkampf, es wird granatenstark, sag ich euch. Die können wir hier jetzt den ganzen lieben langen Tag kämpfen lassen, aber bevor wir das tun, werde ich mal noch schnell hier eine... Achso, der hier steigert übrigens auch seine Skills, nur dadurch, dass er zuschaut. Das ist in einer der letzten Folgen neu dazugekommen. Als ich das letzte Mal gespielt habe, war es leider noch so gewesen, dass der hier neben steht, einfach nur, ja, dumm aus der Wäsche guckt und sonst nichts machen kann. Was wollte ich jetzt gerade noch machen? Genau, ich habe gesagt hier, Designate Area Stockpile. Ich lege hier neben den Eingang eine Einfeld große Stockpile, bei der ich sage, leg mir hier bitte nur Cloth, Bolt, nein, gar nicht wahr, Bandagen rein. Ja. Damit wir den, nehmen wir hier auf 1, das ist die wichtigste Stockpile im ganzen Spiel, damit wir hier immer, und mit immer meine ich auch wirklich immer, Bandagen drin haben. Denn an dieser Stelle ist es wirklich super wichtig, dass wir hier Bandagen vorrätig haben, ohne Ende. Alle Bandagen, die wir übrigen können. Deshalb stelle ich auch gleich neben dran, beziehungsweise gleich drauf noch am besten, jeweils einen Crate. Also einen hierhin, ups, und einen hierhin. 32 und 32 Bandagen, demnach versuchen wir dann möglichst immer mindestens 32 und 32, 64 Bandagen vorrätig zu halten. Ja, ja, ja. Denn die Kämpfe werden immer, die blutigen Kämpfe werden immer so irgendwo hier stattfinden, wenn unsere Kampfgnome entweder angegriffen werden von den Gegnern oder rausrennen müssen, um die Bösen über den Haufen zu knüppeln, umzuknüppeln, und dann sind die Bandagen wirklich überlebenswichtig. Wichtig. Als nächstes hätte ich jetzt wirklich gerne, dass hier mal unser Marktstand schleunigst gebaut wird. ASAP, bitte, danke. Ich sehe hier schon, werden Planken produziert für was? Stick Torch. Verdammter Mist. Ich brauche diesen blöden Tisch vermutlich nur noch. Den setze ich jetzt mal ganz nach oben. Die Birch Barrels, die sind auch nicht so wichtig. Die kann ich da mal hier hinschieben und hier hinschieben. Und die Sticks für die Fackeln brauchen wir auch nicht. Die können hier hin. Gut. Go, 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 bitte. Ja. Sehr gut. Okay. Hier werden schon unsere ersten Clippings geschnitten. Hurra, hurra. Die Selbstversorgung beginnt. Und ich könnte meinen Gnomen hier den ganzen Tag zuschauen. Ich wollte euch ja noch zeigen... Oh, juhu, die nächste gute Nachricht. Ein Jack wurde geboren. Ah, Schock, wo ist es denn? Das war sich wohl gerade ein bisschen Nachschlag holen. Oh, wir haben kein... Oh, fuck, wir haben keinen Stroh mehr. Wo ist der ganze Stroh hin? Das ganze Stroh. Scheiße. Oh, der Wert hier ist auch neu, sehe ich gerade. Mir wurde nämlich in den letzten... Version noch nicht angezeigt, wie viel Food meine Pastry denn braucht. Das ist doch, wie viel sie braucht, oder? Und vor allen Dingen in welchem Zeitrahmen? In einer Saison? Wo ist mein komplettes Heu hin? Leute, wir hatten über 20 Heu. Moment, Stock. Items. Goods. Sehe ich da schon was? Nee. Wo war Heu? Heu, 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 Heu. Plants? Seed, Clipping, Crane, Straw. Ja, danke. Moment, nochmal hoch. Ah, shit, 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 wo ist das hin? Hier, Straw. Boah, puh. Wir müssen nämlich noch, Moment, ich muss kurz Pause machen. Wir hatten gesagt, alle 8 Tage, ja? Bei Tag 9 ist es gekommen, also 9 konnte es wachsen, 10 konnte es wachsen, 11 konnte es wachsen, 12 und 1 jetzt. Wir sind also bei Tag 5. Wir müssen also noch 3 Tage durchhalten. Oh, Gottes Willen. Ja gut, dann nehmen wir hier, schauen wir schnell nach, was unsere Yaks hier haben. Wir haben ein Female Yak, wir haben ein Male Yak und dieses Yak hier ist dann Enemenemopel, ein Male. Gut, dann nehmen wir natürlich dieses Exhausted hier, Male, das werden wir dann gleich mal zum Schlachter bringen. Okay, wie kriege ich das jetzt hin? Verdammt, kriege ich so gar nicht. Umschalt 2 war es, glaube ich, da ist er. Der war es, nein, welche Maustaste? Overview, nein, Jack. Tja, und welches ist es jetzt? Tja, 50-50, ich würde sagen, das ist das obere. Und das schlachten wir dann.
notgedrungenermaßen, denn wir brauchen schleunigst Knochen. Was wir jetzt hier auch noch gerade schön sehen, ist die Rotfärbung dieses dieses Gebäudes hier, Produktionsstätte. Das heißt, dass einfach kein Platz mehr frei ist. Wenn wir jetzt hier schauen, Available Spaces 0 von 20. Ja, dementsprechend auch Produktivität angehalten, kein Platz mehr. Ja, wir können nicht mehr produzieren. Geht sofort weiter, sobald wir das arme Jack hier geschlachtet haben. Wir können jetzt dabei zusehen, wie es zur Schlachtbank geführt wird. Wenn unser Schlachter dann mal ein bisschen Zeit dafür hat. Naja, gut, okay. Schauen wir uns lieber an, was die Gnomen hier fabriziert haben. Wir wollten uns ja... Oh, wo finde ich es denn? Also ich mache jetzt hier mal Record Combat Log nochmal aus. Militär... wo war es? Ich bin mir sicher, dass es irgendwo war. Enemies? Nein, Squads? Nein, Formation? Auch nicht. Ah, Events. Events. Hier, Events. Combat. Tag Nummer 7. Oh. Aha. Dement hat tatsächlich unsere Marmortür angegriffen. Das wusste ich gar nicht. Und erster Tag versus Walco. Oh Gott, was hat denn der hier gemacht? Hä? Achso, nein, Entschuldigung. 7. Tag im Frühling, da ist die Man gekommen und 1. Tag im Sommer, das war es natürlich gewesen. Das hier ist unser Kampflog von unserem Trainingskampf. Und wir sehen hier, Devil Punch Valko und Valko hat gedodged. Also gelb ist immer gedodged. So, dann weiß ist getroffen, aber wir haben hier auf der Haut natürlich aufgehört, das ist ja ein Trainingskampf. Wir sehen hier nochmal gedodged, Treffer, dodge, dodge, Treffer, alles noch ein bisschen langweilig hier, dodge, Treffer, dodge, 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 hier, die grauen sind Mist, das kann ich euch noch zeigen, aber ich glaube Schaden haben wir hier keinen, wäre ja auch ziemlich blöd, wenn dann bei unserem Trainingskampf irgendwer zu Schaden kommen würde und wir unsere guten Bandagen dafür opfern müssten, aber der beißt hier nur, er hat keine Waffe, er beißt, feige Sau. Er hier schlägt ihm ins Gesicht. Nein, die linke Hand. Okay, dann schauen wir uns hier mal bei den beiden an, ob der eine Axt... weil irgendwie hat er die Axt dabei gehabt. Wo ist die Axt? Die Axt im Wald. Genau, swings with her. Copper Axe. Okay, Valko ist eine sie. Hitting the left leg and stopping at the skin. Das will ich sehen, wie jemand mit der Axt ausholt, mir aufs Bein schlägt und dann auf der Haut Halt macht. Mhm, schon klar. Jupp. Gut, okay, das wäre somit erledigt. Ihr wisst jetzt, wie so ein Kampf funktioniert. Dann können wir uns, können wir nachher auch live verfolgen, wie die Gegner sich mit unseren Gnomen fetzen. Wir müssen jetzt aber schleunigst. Oh, Sekunde. F. Hallo, Twobbel der Ranger. Dem folgen wir mal. Status: Butchering. Ja, Blut, mehr Blut. Dem folgen wir mal langsam. Und sehen zu, wie unser armes Jack zur Schlachtbank geführt wird. Es weiß schon genau, was es erwartet, das Jack. Und jetzt wird es hier gleich seine Einzelteile zerlegt. Und zack, fertig. Das war's. Das war eine recht schnelle Angelegenheit. Wir haben aus unserem Jack bekommen Hide, Hide, Hide. Drei Hautstücke, jede Menge Knochen, noch mehr Hide, noch mehr Fleisch, noch mehr Hide, noch mehr Fleisch. Um Gottes Willen, einen Schädel. Wir sehen, wir haben jede Menge hier rausbekommen. So. Gnome haben wir jetzt an der Zahl, 9 plus 3 neue wären 12. Demnach können wir mal kurz schauen, ob wir hier noch ein Bett hinlegen könnten. Das sind, also wir haben keinen Strom mehr. Verdammt, da müssen wir die Betten eigentlich sogar noch abreißen, sonst verhungern nämlich unsere Jacks hier. Und das wäre grande Katastrophe. Ich würde es übrigens toll finden, wenn hier stehen würde, wie viele Tage es noch dauert, bis unser neues Heu kommt. 60 Stück sind gepflanzt, sehe ich das richtig? Ja, Seeds planted 60. Und wir warten jetzt verzweifelt darauf, upsala, dass unsere Höhle hier freigebuddelt wird, bei der ich ganz vergessen habe, neue Fackeln zu setzen. So, mir ist während dem mir ist aufgefallen, dass wir die hier eigentlich wegmachen könnten. Also Nummer 6, Deconstruct. Denn wenn ich eine Fackel hier hinstelle, leuchtet die mir natürlich den Gang hier aus und den Gang hier aus. Also Build, Furniture, Rump, Torch. Any, merci, Any, hierhin. Und ich meine, die haben eine Reichweite von 12, weshalb wir dann bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eine Fackel stellen. Beziehungsweise hierhin eigentlich sogar.
Cancel Job, sondern sollten wir doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Verdammt, ganz knapp reicht es nicht. Ich muss da hinten noch eine Fackel hinstellen. Oder wir machen einfach wieder zu. Geht ja auch. Was war mein Marktstand? Ich brauche einen Marktstand. Wir wollten uns noch um den Marktstand kümmern. Es fehlt immer noch Tisch und Stuhl. Ein Tisch wird gerade produziert. Aha, jetzt kriege ich hier gerade angezeigt. Ach so, oh, interessant, das ist auch neu. Wenn ich hier drüber halte, kriege ich angezeigt, wie viele ich von den verschiedenen Sorten vorrätig habe. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Liegt das daran, dass hier überhaupt gar nichts mehr eventuell in der Baukette drin ist? Ja, okay, seht ihr, jetzt haben wir hier ein Problem, dass die Teile, die hierfür schon gefertigt waren, von einem anderen Bauauftrag quasi aufgefressen wurden. Wir müssen also von Hand jetzt noch einen Stuhl und zwei Tische produzieren, oder wir gehen hin und sagen hier, verdammt, wie ging das? Achso, Cancel Job natürlich, 00000, 8, Cancel Job. Und dann Build Workshop Miscellaneous, oder wie es auch immer heißt. Und dann setzen wir hier bitte, ja gut, dann Birch und Birch. Einen bitte hier hin. Könnte ich jetzt auch ein bisschen näher hier hinsetzen. Ja, mit dem Rücken zum Abgrund. Passt. Gut. Go. Schauen wir unseren Gnomen hier noch zu. Man erkennt auch anhand der Geräusche, was da gerade passiert. Leider kann man bei den Geräuschen nicht Freund von Feind unterscheiden. Also man hört wirklich einfach nur, ob getroffen wurde, ob gedodged wurde oder ob pariert wurde. Mit Schild oder Schwert. Apropos Schild oder Schwert, ich mache gerade noch mal Pause. Das ist jetzt nämlich... Na gut, ich kann eigentlich schon weiterlaufen lassen. Der Händler ist, glaube ich, sowieso vorbei. Wir müssen hier eine Nadel erstellen aus Any Bone. Bitte schön eine, danke. Wir müssen des Weiteren aus unserem Leder... 10 Stück haben wir. Wir bekommen 2 Straps aus einem Hide und ein Panel aus einem Hide. Wir können mal schauen, was wir hier... Padding brauchen wir zuerst, und das Padding kriegen wir nur im Tailor, genau. Können wir unsere Rüstung vorerst noch vergessen, aber wir sollten hier schon den einen oder anderen Barren... Ach du meine Güte, 152 Kupfer, wow! Das wird so schnell nicht leer gehen. Wir sollten hier schon mal den ein oder anderen Barren jetzt vorrätig haben. Ich schaue mal schnell in den Stocks nach. Items, Goods und Metal. Ne, noch gar nichts, um Gottes Willen. Könnte das eventuell, natürlich, Ben, du Depp. Das liegt natürlich daran, dass wir noch niemanden haben, der sich darum kümmert. Demnach müssen wir mal kurz hingehen und... Am besten, wer kann es denn am besten von euch, Jungs? Wir brauchen nämlich einen Blacksmith. Und zwar brauchen wir einen Blacksmith mit hier Blacksmithing 14. Valko, was sagt denn Dwevel Dingsbums? Blacksmithing 10. Und Fizzlet, der hat Blacksmithing 10. Gut, dann wird jetzt Valko mal kurzzeitig ein Schmied. Und in seiner Freizeit kann er dann bitte hingehen und kann anfangen, unsere Erze hier zu schmelzen. Um ihm die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, gehen wir noch hin und sagen hier Build, Designate Area, Stockpile. Wir legen hier 3 Stück an, in denen wir nur Baumstämme lagern, die wir dann zu Kohle verarbeiten. Und wir legen hier nebendran 3 Stück an, in denen wir nur Erze lagern, die dann hier verarbeitet werden könnten. Wir legen hier 3 Felder an, in denen wir nur Bodyparts. Nein, wo war denn das? Worunter fällt das? Ich muss suchen. Fiber, nö, Cloth, nein, Metal, Anvil, Wrench, Ore, nein. Weapons hier. Weapons, und zwar nur die One und Armor nur die Brupp. One. Gut. Die werden hier gelagert und dann werden die nämlich dann auch verschrottet an dieser Stelle. Also, jupp, back. So. Go. Feuer frei. Jetzt heißt es dann kurz warten. Wir müssen nämlich ein paar Barren zuerst schmelzen. Ich glaube, 10 Stück sind es, also eine Menge Zeug. Bis wir. Nein, der war es nicht.
bis wir diesen Anvil hier 8 Stück sind. Also wir brauchen 8 Barren, bevor wir unseren Amboss hier bauen können und mit unserer Schmiede weitermachen können. Ja, ich finde das gerade irgendwie ein bisschen seltsam, dass ich zwar aus Steinen Waffen produzieren kann, aber keine Möglichkeit habe, die Produktionsstätte, in welcher ich diese Steinschwerter, Steinäxte herstelle, überhaupt mal zu bauen. Versteht ihr, was ich meine? Sehr seltsame Sache das. So, unser Birkengrove hier wäre fertig. Den könnten wir eventuell mit der Zeit noch nach hier oben erweitern. Birkenholz kann man nie genug haben. Oh, sehr schön. Pause. Das hier ist fertig. Wir hatten gesagt, bei Tag 1 waren es noch 3 Tage. Ja, okay, dann stimmt's. Dann ist das mit den 8 Tagen, sieht ziemlich richtig aus. Die werden jetzt hier die restlichen, 154 sind's, keine Ahnung, die restlichen Felder noch bestellen. Und dann sollten unsere beiden Jacks hier so schnell nicht mehr verhungern. Daumen drücken. Jack, apropos Jack, da könnten wir noch die Pace schon ein bisschen vergrößern. Nach hier und nach hier. So, ein bisschen mehr. Auslauf schadet nie. Können wir eventuell hier noch die Females hochstellen? Nö, können wir nicht. Sauerei. Er ist doch Sauerei. Er sagt mir hier, maximale Animal Size 12. Und ich kann aber nur hier... Achso, okay, ich kann dann 6, 6. Hm, ja, super, toll. Hm, toll. Tolle Wurst das. Ja, gut, egal. Egal, egal. Weiter geht's. Der füllt jetzt hier unseren Trog. Sehr schön. 21, 22, 32 Stück gehen rein. Da freut sich das Jack, da freut sich das Jack. Gut, auf was warten wir noch? Immer noch auf diesen blöden Marktstand hier. Ich hoffe, da ist jetzt die Bauaufträge sind jetzt endlich mal gesetzt. Stick, Table, Torch, immer noch. Torch, Torch. Achso, okay, ja. Gut, er hat mir die Fackel jetzt hier als Bildjob gesetzt, weil sie natürlich nicht vorhanden war. Nochmal extra zusätzlich zu meinen 15 Torches, die ich hier schon angesetzt habe. Aber ich sehe immer noch nicht meinen Stuhl und mein anderes Zeug, das ich noch brauche. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ich sehe eine Workbench und einen Chisel, die brauche ich aber auch nicht. Total sinnlos an der Stelle. Schwierig, 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 schwierig. Eventuell sollte ich dann wirklich hingehen und sollte hier sagen, einfach mal, bau mir bitte einen... Na, bin ich blind? Hier, Tisch. Irgendeinen... Okay, ich gebe ihm noch eine Chance. Eine Chance gebe ich ihm noch. Wir lassen ihn noch kurz hantieren. Unsere Krieger haben gerade Mittagspause, sie schlafen ein bisschen. Oh, sollen wir es riskieren? Ne, wir haben jetzt ja unsere Nadel. Apropos Nadel, wir haben jetzt ja unsere Nadel. Wir können jetzt hingehen und können hier sagen, Build, Workshop, Cloth, Tailor. Einen Tisch, oh, er hat schon 2 Tische. Dann warten wir. Nein, wir warten, bis unser Marktstand fertig ist. Denn sonst wird, sonst werden die Materialien für unseren Marktstand wieder geklaut. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Nach Möglichkeit. Wir schauen dem jetzt dabei zu, wie er hier seine letzten Produkte, seine letzten Sachen fertigt für... Ach, ich kann hier, darf hier einfach nicht reingehen, weil die Zeit da nicht weiterläuft. Verdammt. Das ist doch nervig, das da. Wir könnten ihn anklicken. Da läuft die Zeit auch nicht weiter. Verdammt. Komm schon, Mann. Follow. Back. Jetzt. Go. Naja, dann verfolgen wir ihn immerhin. Da wir jetzt ja das Stroh fertig haben, oh, ich habe rechtsgeklickt, dann verliere ich den Fokus, das ist schade, können wir hier Furniture, Strawbed, Any... Wir haben jetzt nur 5 Stroh. Achso, okay. Wir haben noch ein bisschen was vorrätig. Also Build, Furniture, Strawbed, 9 plus 3 sind immer noch 12. Wir haben hier 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, sehr schön. So. Stellt mir den Marktstand bitte auf, ganz, ganz schnell. Vielleicht reicht es doch noch, um einen Händler zu erwischen. Kommt schon. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Was haben wir hier eigentlich für eine Qualität von den Produkten? Crate, Crate, Crate. 1000 Crates. Poorly crafted Bitch Crate. Used to storage various items. Wert 4. Haben wir hier irgendwas Tolleres? Ein Tisch? Ah, seht ihr. Hier können wir jetzt auch eventuell den Unterschied sehen, denn der...
Birch Thief hier, der ohne Poly craftet, der ist 40 wert und der eins oben drüber, der ist Poly craftet, der ist nur 36 wert. Ja, so kann man dann auch dafür sorgen, dass der Wert des Königsreichs rapide in die Höhe steigt. Denn, ja, wie gesagt, ja, doch, es sieht nach 10% Unterschied aus. Wenn ihr euch jetzt überlegt, dass da noch 3 oder 4 Stufen drüber kommen, ist der Legendary Birch Table wäre dann quasi nicht 40 wert, sondern 56? 56? Ja, 56. So, los! Market Stall. Wird gebaut. Ah. Sie haben noch bis 6 oder 7 Uhr Zeit. Oder was? 8 Uhr? 9 Uhr? Also der Händler kommt zu einem bestimmten Tag in der Jahreszeit, zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Und das ist immer dieselbe. Und sobald wir jetzt, wie gesagt, diesen Marktstand einmal aufgebaut haben, sollte das auch ohne Problem funktionieren. Dieser Marktstand ist eigentlich das Erste, was man nach der Grundversorgung nach hier... jetzt speichere ich das blöde Ding wieder. Naja gut, wie gesagt, nach Stonecutter, Stonemason, Woodcutter und Carpenter hinbaut. So. Also, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben es mit dem Marktstand nicht geschafft. Trotzdem würde ich mich gerne bei euch bedanken, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder Likes freuen. Hier sieht man jetzt übrigens auch gerade noch, weshalb ich gesagt habe, den Trainingsground nie zu nah an einem Felsvorsprung bauen. Denn die Gnome weichen beim Dodgen auch mal gerne in die Richtung aus, wo ja nichts mehr ist, wo sie sich draufstellen können. Gut, und mit diesem schönen Anblick hier, mit diesem Fight Club verabschiede ich mich von euch. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao, ciao, euer Ben.